Herzlich willkommen zu unserem dritten Video aus der Reihe Songtexten. Mein Name ist Paul Marx, ich bin Musikproduzent. Und ich bin Felix, ich bin Songwriter. Wir haben bisher zwei Videos für euch gedreht. Nämlich das erste war die X-Dot-Methode, die Möglichkeit, wie ihr den Rhythmus mit auf dem Papier notieren könnt. Und das zweite Video, 3, 2, 1, Reims, ging um das Thema Reime. Dort haben wir unter anderem Reimschemata und die Doppelreime behandelt. Heute geht es um das Fließbandtexten. Das ist unsere Möglichkeit, wie ihr in einen tranceähnlichen Zustand kommt, um den gesamten Song in wenigen Minuten herunterschreiben zu können und im Nachhinein erst überarbeitet. Erster! Wie immer findet ihr auf meinem Blog weitere Infos zu dem Thema und noch einige praktische Übungen mehr. Wünschen euch viel Spaß dabei und let's go! Ich würde sagen, ich habe etwas Wasser vor mir, das ist schon mal nie schlecht. Weil stille Wasser sind tief und laute Wasser sind dem noch nicht so tief. Das finde ich eigentlich gut. Das müssen wir einfach mal, müssen wir mal auf den Grund gehen. Ja, ist wahr. Und sagen sie. Ist tief. Aber es ist gar nicht so still. Oder ist es stilles Wasser? Und weiß nicht. Jetzt ist es getrunkenes Wasser. Ist eigentlich getrunkenes Wasser tief? Es ist ja still, oder nee? Es ragt weit in den Hals hinein. Es ist auf jeden Fall ein stehendes Gewässer. Stehendes Gewässer. Und wenn es da so riefst und schüttelst, dann fließt es. Ja, ist wahr. Es ist ein fließendes Gewässer. Ja. Ah. Im heutigen Video Fließbandtexten gehen wir auf die folgenden Fragen ein. Was ist der Unterschied zwischen Inhalt und Thema? Anhand von einigen simplen Beispielen zeigen wir euch, dass Inhalt und Thema durchaus verschieden sein können. Wie findet ihr das richtige Thema? Wir zeigen, wie ihr das passende Thema für euch finden könnt und stellen euch dabei die von uns entwickelte Themenmatrix vor. 10 Minuten für den ersten Entwurf. Wir zeigen euch faszinierende Techniken, wie ihr ganz schnell in die richtige Stimmung kommt und den ersten Entwurf in 10 Minuten auf das Papier bringt. Und was haben die Illuminaten damit zu tun? Kommen wir nun zu dem wichtigen Unterschied zwischen Inhalt und Thema des Songs. Diesen Unterschied zu verstehen ist enorm wichtig und wenn ihr das verstanden habt, habt ihr damit das Werkzeug, wirklich große Songs schreiben zu können. Am besten verdeutlichen wir das in einem Beispiel. Nehmen wir den Song Über den Wolken von Reinhard May. Am besten haltet ihr das Video kurz an und hört euch den Song kurz an oder schaut nach dem Text. Okay, willkommen zurück. Inhalt des Songs. Reinhard May über den Wolken ist wie ein Beobachter auf dem Rollfeld steht und beobachtet, wie das Flugzeug anrollt, langsam vom Boden abhebt, Richtung Himmel steigt und über den Wolken verschwindet. Das ist also die erzählte Geschichte. Das sind die Worte, die in Strophe und Refrain wirklich dastehen. Das ist die Situation, die beschrieben wird. Währenddessen ist das Thema des Songs ein ganz anderes. Das Thema von Über den Wolken ist die Sehnsucht nach Freiheit. Man wünscht sich, man wäre selbst dieses Flugzeug und könnte einfach mal den Boden verlassen, durch die Luft steigen und über den Wolken verschwinden und diese grenzenlose Freiheit spüren. Das ist also die vermittelte Botschaft, das Gefühl, mit dem der Hörer am Ende des Songs aus dem Song herausgeht. Das heißt, das Thema wird mit dem Inhalt transportiert. Der Inhalt funktioniert als eine Art Metapher für das Thema. Am besten verdeutlichen wir das noch an einigen Songs von uns. Felix und ich sind ja die Band Deadfish Nation und wir haben für euch in dem Beschreibungstext ein paar Links zu unseren Songs. Boston Boys ist ein Song, wo es um das Thema Freundschaft geht. Und das Thema Freundschaft vermitteln wir dort mit der Szene des Partylebens. Das ist der Inhalt, das Partyleben, was Felix erlebt hat und beschreibt. Das sind zwei Sachen, die relativ nah beieinander stehen und die miteinander gut Hand in Hand funktionieren. Allerdings gibt es auch Beispiele wie unseren Song Cocaine, in dem Inhalt und Thema so krass unterschiedlich sind, dass wir diesen Unterschied unbedingt hervorheben müssen. Das Thema von Cocaine ist Liebe, ist der Wunsch, das Verlangen nach Liebe. Währenddessen ist der Inhalt von Cocaine die Abhängigkeit von Drogen. Das Kokain oder die Drogen darin werden als Metapher verwendet für die Liebe. Das heißt, wir benutzen die Drogen, um das Gefühl der Liebe zu transportieren. Ganz interessantes Zusammenspiel. Okay, vielleicht nehmt ihr euch einfach mal Songs und versucht, in diesen Songs zu bestimmen, was ist hier der Inhalt und was könnte das Thema des Songs sein, um hier ein bisschen besser reinzukommen. Wir werden uns im Rest dieses Videos mit dem Thema beschäftigen. Wie findet ihr das Thema, das euch persönlich erfüllt und zu dem ihr gerade schreiben wollt? In unserem nächsten Video, dem vierten Video, wie Bilder Worte werden, werden wir uns dann mit dem Inhalt beschäftigen und euch Kreativtechniken zeigen, wie ihr zum richtigen Inhalt findet. Überraschung! Wie findet man nun ein gutes Songthema? Wir haben dazu die Themenmatrix entwickelt, um euch ein Tool an die Hand zu geben, mit dem ihr ganz schnell und einfach ein gutes Songthema findet.
Natürlich lässt sich nicht jedes Thema hier einordnen. Dennoch ist die ein geiles Tool, um schnell und einfach ein Songthema zu finden. Was sind nun Themen, die jeden Menschen beschäftigen? Womit kann ich Menschen ansprechen? Das sind Themen wie Beziehungen, Sexualität, Geld, Beruf, Hobbys, Träume, Zukunft oder Reisen. Unser Ansatz mit der Themenmatrix ist nun, diese Themen mit den 6 Hauptgefühlen zu kombinieren. Diese Gefühle sind Wut, Angst, Freude, Überraschung, Abscheu oder Trauer. Die Themen haben wir hier oben sortiert und die Gefühle haben wir links untereinander aufgeschrieben. Natürlich sind das nicht alle Gefühle, die es gibt, aber das sind die Hauptgefühle und die lassen sich noch weiter unterteilen. Machen wir ein Beispiel. Nehmen wir die Freude. Ich kann leichte Freude verspüren, ich kann über einen Witz lachen, ich kann ekstatisch erregt sein, ich kann Erfüllung finden, ich kann manisch sein. Das sind alles Unterteilungen, die sich unter die Freude subsumieren lassen. Und wie kann ich nun mit dieser Themenmatrix ein Thema finden? Nehmen wir zum Beispiel den Beruf und kombinieren ihn mit der Freude. Ich kann Erfüllung im Beruf finden. So einfach ist das. Probiert es aus. Findet ein Thema damit. What? Okay, kommen wir nun zu der Trance. Die Trance ist ein Zustand, bei dem ihr voll konzentriert am Text arbeiten könnt. Das hat nichts Magisches, sowas hat jeder von euch schon mal erlebt. Beispielsweise, wenn ihr ein Buch mit voller Konzentration gelesen habt und alles um euch herum ausgeblendet habt. Das ist der Zustand, den ihr auch beim Texten braucht. So, dass ihr eure Kreativität und Aufmerksamkeit fördert. Dafür müsst ihr euch erden, müsst euren Alltagsstress vergessen und alle Gedanken, die euch ablenken könnten, ausblenden. Was für ein Umfeld braucht ihr dafür? Es sollte ein ruhiges und entspanntes Umfeld sein. Entweder ihr textet allein oder in einer kleinen Gruppe. Auf jeden Fall sollte nichts da sein, was euch irgendwie ablenkt, von außen oder an euren Gedanken. Außerdem braucht ihr viel Zeit zum Texten. Am besten ihr plant zu viel Zeit ein, damit ihr wirklich sorgenfrei arbeiten könnt. Wie kommt ihr nun in das richtige Mindset, um einen tollen Songtext schreiben zu können? Hierfür haben wir 3 Übungen für euch vorbereitet, die ihr in ungefähr 10 Minuten absolvieren könnt, jedes Mal bevor ihr anfangt zu texten. Diese Übungen fördern eure Assoziationsfähigkeit, eure Kreativität und eure Aufmerksamkeit. Die erste Übung des Erden ist eine Atemübung, die erstmal euren Alltagsstress von euch loslässt und eure Gedanken ordnet. Hierfür setzt ihr euch irgendwo entspannt hin, schließt die Augen und atmet tief in den Bauch ein. Dann haltet den Atem für 3 Sekunden und dann atmet wieder aus. Das Ganze wiederholt ihr 5 bis 10 Mal und werdet dabei merken, dass euer Atem immer ruhiger wird und ihr euch mehr auf euren Körper konzentrieren könnt. Dann geht über zur nächsten Übung, dem Visualisieren. Visualisieren ist ein Prozess, um euch euer Thema und euren Inhalt bildhaft vorzustellen. Da Texten ein ganz emotionaler Prozess ist, ist das wichtig, um euch in euren Song reinleben zu können. Stellt euch am besten vor, wie ein Film aussehen würde, in dem euer Song der Titelsong wäre. Versucht euch vorzustellen, wie ihr im Kino sitzt, der Vorhang geht auf und der Film läuft ab. Was passiert? Versucht so viele Details wie möglich einzublenden und lebt euren Inhalt. Die dritte Übung ist dann die freie Assoziation. Hier ist der Anspruch, für ganze 2 Minuten ohne eine Pause reden zu können. Das soll eure Assoziationsfähigkeit fördern, indem ihr einfach anfangt zu reden. Am Anfang werdet ihr versuchen, logisch Assoziationen herbeizurufen, aber bald wird das nicht mehr funktionieren und die Worte blubbern einfach nur so aus euch raus. Nutzt diesen Fluss und versucht, in den richtigen Flow zu kommen. Danach seid ihr in der Trance und könnt anfangen zu texten. Wir möchten, dass ihr den ersten Entwurf eures Songs innerhalb von 10 Minuten aufs Papier bringt. Ihr könnt den Text im Nachhinein immer noch überarbeiten. Im Moment ist es nur wichtig, dass er aus eurem Kopf aufs Papier kommt. Und dazu sind die richtigen Einstellungen wichtig und das sind unsere goldenen Flow-Regeln. Erstens, Reime sind zweitrangig. Wenn euch momentan kein Reim einfällt,
ist das nicht schlimm. Lasst den Platz einfach frei, macht ein Strichchen, um zu markieren, dass du da einen Reim hin soll, oder schreibt das Wort auf, was euch momentan im Kopf präsent ist und das ausdrückt, was ihr sagen wollt. Zweitens, beurteilt nicht. Alles, was auf dem Papier steht, ist besser, als wenn dort gar nichts steht. Drittens, lasst es fließen. Die Gedanken und Gefühle, die euch momentan durch den Kopf gehen und beschäftigen, sind genau das, was den Text authentisch machen. Deswegen nutzt das und lasst es einfach fließen. Viertens, bleibt im Gefühl. Genau das ist das Wichtige, damit der Song einen roten Faden hat. Ihr seid momentan mitten im Gefühl drin. Nutzt das. Das Gefühle reißen so schnell ab. Deswegen schreibt es einfach runter und gebt euren Song einen roten Faden. Und wenn ihr diese vier Regeln beachtet, wird euer Song garantiert geil. Okay, das war's auch schon wieder von uns. Vielen Dank fürs Einschalten und wir hoffen, wir konnten euch mit diesem Video ein bisschen motivieren. Also ran ans Papier und schreibt euren nächsten Songtext. Wie immer freuen wir uns über Likes und Shares. Außerdem könnt ihr auf meinem Blog weitere Infos und Übungen zu diesem Thema nachlesen. Wenn euch interessiert, wie ihr den richtigen Inhalt findet, um euer Thema transportieren zu können, wie ihr die richtige Metapher findet für euer Thema, dann schaut unbedingt in unserem nächsten Video vorbei, wie Bilder Worte werden. Und bis dahin, Übung macht den Writer. 'Paul, du musst in den Kühlschrank gucken, da wo du Bourbon hinterlassen hast. Ich gucke mal. Du kannst nicht einfach sagen und fragen, Zuschauer weiß nicht, wo Bourbon ist. Bourbon habe ich übrigens gestern Abend ausgetrunken. Oh nein. Ja, sagen diese dicke ganze Diskussion mit der Bourbon nicht nichts für mich. Nur Wodka ist das wahr. Wodka, das mal Wladimir. Wir haben nuklearen Winter als Sommer. Ich will nichts im Winter, ich will lieber Sommer haben und Bourbon. Im Sommer trinke ich lieber Sex on the Beach. Ja, dazu trinke ich meistens einen Saft.